So, hat uns jetzt 60 Lebenspunkte ungefähr gekostet. Das heißt, auch wieder zwei Bandagen, wenn wir denn noch welche hätten. Wir haben nämlich, glaube ich, gar nichts mehr. Doch da. Du. Du. Nix, 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 nix. Keine einzige Bandage. Warum komme ich da jetzt nicht hin? Singt immer wieder das gleiche Lied. Pleasure, little treasure. Kiste. Oh, bitte. Was? Eine Weste, 5 Pfeile, 5 Bandagen. Oh, das klingt sehr gut. Weste bekommt Ovich. Unter was zählt Weste? Ah, hier. Ovich. Ovich bekommt 2. Du bekommst 1. Und Ovich bekommt die Weste, weil halt immer im Nahkampf geht. Panzerung 3. Leichte Weste, schwacher Panzerungseffekt. Trotzdem besser als keine. So, du hast noch 7 Schuss, du hast noch 7 Schuss. Du hast noch 11 Schuss, verteil mal ein bisschen. Und du hast jetzt die Pfeilpistole. Mit lähmenden Pfeilen. Ich habe keine Ahnung, wozu wir lähmende Pfeile brauchen. Das macht wahrscheinlich irgendeinen Statuseffekt. Müssen wir mal gucken. Du. So, alles okay. Willst du irgendwas haben? Pleasure, little treasure. Ich habe einen Transmitter, ich habe Gummihandschuhe und ich habe eine Hand. Ich glaube nicht, dass du die Hand haben willst. Die Hand brauchen wir, um weiterzukommen. Ist hier noch irgendwo was gewesen? Ja. Also bisher machen wir deutliches Minusgeschäft. Aber wir sind gestartet mit sehr vielen Bandagen und Pflastern und Nahrung und was weiß ich. So falsch. Und recht viel Munition. Und wir bekommen jetzt zwar zwischendurch immer wieder irgendwas, aber wir kriegen bei weitem nicht genug, um unser Ausgangszeug auszugleichen. Und wieder ein Kampf. Okay, Granate. Was für eine bizarre Laune der Natur. Was ist hier passiert? Darüber sollen sich andere den Kopf zerbrechen. Schlachten wir die Biester ab und gehen weiter. Das Große zuerst. Wieder eine neue Spezies. Lasst sie keinen Augenblick aus den Augen. So, du nimmst Granate. Stellt sich erstmal Judge. Cooler Name. Du geh mal dahin. Geh mal dahin. Genau, so triffst du 3 junge Kinder und den Judge. Ja, jo. Du hattest auch noch einen, oder? Nee, du. Du, Granate. Ja, noch einen vor. Obwohl, warte mal, das ist Verschwendung. Wie weit können die gehen? Die kommen nicht an Cole ran. Aber die kommen an ihn ran. Weil er jetzt so weit gegangen ist, ja. Na komm, was soll's. So. Wie weit kannst du gehen? Du kannst bis dahin. Dann geh mal dahin und warte. Du gehst dahin und wartest. Und da ist ein Benzinfass, aber wir kommen da nicht ran. Wir können da nicht schräg hinschießen. Da wäre das Ding hier auch noch im Weg. Also theoretisch müssten wir ihn da hinlocken und dann von unten dagegen schießen, was recht unwahrscheinlich ist. Das da schon eher. Vielleicht kommt er hier ran, wir versuchen oben rum zu gehen und dann schießen wir nach unten. Aber das gucken wir dann. Erstmal gucken wir, ob er jetzt irgendwie durchdreht, weil die Kiddies sterben. Schaut nicht so aus, okay. Du wirfst mal. Gucken, was passiert. 2 Schadenspunkte. Und gehst weiter. Du flambierst. Na, wenn du da stehen bleibst, kriegst du gleich was ab. Ich glaube, egal, wo wir gleich hinlaufen, kriegen wir was ab. Du.
V5-Pistole ausprobieren. Betäubt. Okay. Ist nur die Frage, ob das jetzt eine Runde einfach kein Kämpfen ist oder ob es noch irgendwas anderes macht. 9, sehr schön. Geh weg. Du gehst mal dahin und vertraust darauf, dass Betäuben bedeutet, dass er jetzt gar nichts macht nächste Runde. Und der Kleine ist ja tot. Runde beenden. Der müsste jetzt eigentlich nur dastehen und Schaden fressen. 15. Jo, sehr gut. Er ist immer noch betäubt. Die Dinger sind super. Du gehst ran, du haust ihn. Gehst dann wieder weg. Der kommt nicht hinterher, ja. Du stellst dich dann dahin. Schießt auf ihn. Gehst zur Seite. Du stellst dich dahin. Schießt nicht mit der Pfeilpistole. Das ist eine super Waffe, die will ich nicht verbrauchen. Schießt da. Du gehst dahin und wirfst darauf. Ende der Runde. Er brennt. Kriegt Schaden. So, Betäubung ist weg. Okay, aber er ist auch auf 81 runter. Du wirf auf den Judge. Und rennst. Du schießt auf den Judge. Und rennst. Du schießt auf den Judge. Und rennst. Und Ovich, wie weit kommst du? Okay, du rufst die Pistole. Schießt auf den Judge. Und rennst ein Feld weit. Okay. Feuer schadet aber nicht viel. Feuer müsste gleich aus sein. So, du fliehst. Du schießt auf ihn. 10, gut. Du rennst weg. Du, der kommt da gar nicht durch. Das ist ein Problem. Wenn wir jetzt gleich hier hingehen, also alle da hingehen, dann wird er hier rumgehen. Dann kommt er aber auch nicht durch. Der kann uns gar nicht treffen. Ah, okay. Also hier, wieder fürs nächste Mal, oder wenn ihr das Spiel anfangt, man muss hier keine Ressourcen verballern. Also jedenfalls keine Granaten und Betäubungspfeile und was weiß ich. Der Typ passt nicht in diese Ecke rein. Nur die kleinen Viecher. Und die kleinen Viecher kann man mit Nahkampfwaffen wegbrutzeln. Das passt schon. Aber ja, gucken wir mal. Du gehst dahin, schießt auf ihn. Gehst dann hoch. Und du gehst auch hoch. Was machst du jetzt? Du gehst einfach schräg. Ah, und in den Rücken. Okay. Nächstes Problem. Wir können das Fass jetzt nicht anschießen, weil keiner nach unten gelaufen ist. Ja. Du, dreh dich um. Oh. Ist das Fass da? Nee. Ja, dann verbrennen ihn so. Das war jetzt dezent unpraktisch, der ganze Kampf. Oh mein Gott. Du da. Bajonett. Waffenskill verbessert. Gehst runter. Du dahin. Wir müssen ja immer schön dafür sorgen, dass wir unsere Skills auch hochbekommen. Wir hätten ihn einfach jetzt verbrennen lassen können, aber so kriegen wir das noch mit den Nahkampfskills rein. Und Erfahrungspunkte. Und es kommen ganz schön häufig Cutscenes und neue Gegner und so. Das finde ich schick. So, Heilung. Heil. Ovich. Wow. Ganz selten gesehenes Bild, dass Ovich geheilt wird. Ist hier noch irgendwo was? Ah, ist was. Verlassenes Geschäft. Oh. Eine Matrix-Disk. Speichermedium mit hoher Kapazität. Davon sollten wir mehrere einsammeln. Ich habe mir aufgeschrieben, am Hafen, wo wir jetzt wohl sind, bei den Monumenten und zwei in der Stadtmitte. Ich hätte aber trotz... Ah, da Munition. Öffnen. Hihi.
Sehr schön. Uzi, Uzi-Munition, Gewehrmunition und Pflaster. Alles nehmen. Sehr schön. Holen doch ja wieder ein bisschen auf. Okay. Was verteilen wir mal? Also, Uzi behält er. Gewehrmunition kriegst du 12. Ovic kriegt 3, dass er im Notfall auch mal schräg schießen kann. Rest behältst du. Uzi behältst du. Pflaster. Müssen wir gleich gucken. Zurück. Pflaster macht genau 30. Das heißt, wir können dich heilen. Wir könnten Ovic heilen, aber dann verschwenden wir 2 Lebenspunkte. Was nicht viel ist, aber trotzdem muss ja nicht sein, ne? So, gucken wir mal ganz kurz. Ist hier noch irgendwas? Obwohl diese Sachen, mit denen man interagieren kann, die blinken meistens so komisch. Links, rechts? Ne, okay. So, damit ist der Hafen anscheinend abgehakt. Das heißt, wir gehen jetzt zurück zur Stadtmitte. Benutzen da die Hand, die wir abgehakt haben. Und werden damit das Ding öffnen können. Da ist die Leiter, ja, zurück. Und es gibt keine Random Encounter, das ist sehr gut. Sonst hätten wir absolut kein Problem, keine Chance, was die Ressourcen angeht. Wenn jetzt zwischendurch einfach mal zufällig noch Kämpfe kommen würden. So, Kontrollgerät. Benutze Hand. So, bevor wir da jetzt aber reingehen, sollten wir uns hier umgucken, ob noch irgendwo irgendwas zu holen ist. Weil ich gehe schwer davon aus, dass es in dem nächsten Gebiet wieder schwieriger wird. Da unten war eine Tunnel mit den Steinen. Oh, hier ist eine Kiste. Brechstange, Pistolenmunition und Nahrung. Alles mitnehmen. Ich gehe mal davon aus, dass die Brechstange stärker ist als das Bajonett. Du hast ein Bajonett, das macht 10, 185. Du machst 15, 10, 70. Nee. Die Brechstange ist also nur gegen leichte Ziele besser. Ich glaube, dann bleibe ich beim Bajonett, vor allem, weil wir da schon Level 5 sind. Okay. Du, Pistolenmuni hast du noch genug, Pistolenmuni hast du noch genug, Pistolenmuni hast du noch genug. Da er ja wohl doch ein längeres Gruppenmitglied ist, kriegst du eine Pistole von uns? Nee, du kriegst die restlichen Wurfmesser. So. Und kriegst eine Nahrung. Hat der Rest irgendwas zum Heilen? Ein bisschen was, ja. Du kriegst noch ein Pflaster. So. Oh, wir können Ovic einmal Essen einflößen. Wir sind noch nicht am Cap. So. Okay, und da haben wir jetzt eine Sauerstoffflasche. Steht unter Druck. Hehe. Ja. Was macht man mit Gasbehältern, die unter Druck stehen? Feuer. Also, ne? Gefährlich. Bumm. Aua, brennen, so. Aber ich leg die jetzt mal unten in den Tunneleingang. Und guck, ob wir da irgendwie drauf schießen können. Tunneleingang? Ne, es war hier rum. Genau, darum, da runter. Leiter. Da zum Tunnel. Steine. Benutze Sauerstoffflasche. Pistole. Benutze Pistole mit Sauerstoffflasche. Aha. Bam.